Ja, Sie haben es in der Überschrift schon gesehen, ein vollkommen verzweifelter Koi-Liebhaber würde am liebsten den ganzen Scheißdreck hinwerfen, kein Bock mehr. Ich lese Ihnen jetzt vor, warum, und ich muss wirklich sagen, es trifft manche, trifft es wirklich brutal hart, und das tut mir auch wirklich in der Seele weh, tut mir von ganzem Herzen leid, aber was soll ich da lange um den heißen Brei reden? Hören Sie sich an, was passiert ist. Sehr geehrter Herr Kammerer, das fällt mir schon schwer, das vorzulesen. Da hat man diesen Kloß im Hals. Kennen Sie das? Das ist furchtbar. Meine Frau und ich sind beide große Fans des Modern Koi Blogs. Kompliment dafür. Es ist klar, dass wir beide auch beim Tadigo Enigma mitmachen. Und zwar tippt jeder unter eigenem Namen, sodass es zu einem Wettbewerb wird. Nun zu meinem Problem. Meine Frau tippt besser als ich. Das muss ich mal vorstellen. Da ich das nur schwer ertragen kann, wollte ich auf diesem Weg fragen, ob es nicht möglich wäre, für mich geheime Tipps in den Blogs unterzubringen. Vielleicht könnte ein Code entwickelt werden. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Florian. Florian, was du nicht weißt, das gleiche Schreiben, den gleichen Brief haben wir schon mal bekommen. Allerdings von deiner Frau. Aber trotzdem, ich kann dir sagen, die langzeitführende Snoopy ist es, glaube ich, Tadigoi Enigma, zumindest werde ich immer wieder darauf angesprochen, wer das ist, und da muss ich immer sagen, es ist eine Frau, und es ist auch ein völlig enthusiastischer Koi-Liebhaber, und dessen Frau ist absolut geil, wenn es um diese Gewinnspiele geht. Und ja, obwohl er auch sehr, sehr gut ist, er rankt auch immer unter den Top 10, aber da ist auch die Frau die bessere. Oder was natürlich jetzt die logische Konsequenz daraus ist, wenn du Fische kaufen gehst, nimm deine Frau mit. Also, in diesem Sinne, Florian, danke, dass wir sowas nicht machen können, ist natürlich klar, wobei ich denke mal drüber nach. In diesem Sinne, mach's gut, ciao.